Es ist Sonntag 18 Uhr oder auch der zweite Weihnachtsfeiertag. Sucht es euch aus, aber bis dahin begrüße ich euch natürlich ganz herzlich zu einem neuen Video mit eurem Girls. Saschka! Heute ein etwas persönliches Thema, etwas, was ich jetzt so in meinen Videos nicht teile, aber was eben das ein oder andere Mal passiert, nachdem ich ein Video hochgeladen habe. Denn ich wurde verklagt. Ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, aber eben das erste Mal, dass ich mit euch in einem YouTube-Video darüber rede. Denn der Sachverhalt, ja, der begleitet mich mittlerweile schon ein paar Wochen und es, ehrlich gesagt, belastet es mich auch. Deswegen möchte ich euch einfach mal gerne erzählen, was hinter den Kulissen abgeht, wer mich am Ende verklagt hat und warum ich dieses Video hier runtergenommen habe. Angefangen hat das alles damit, dass unser Freund Julienko, der hat Werbung für eine Webseite gemacht, die man monatlich sozusagen abonniert hat gegen einen Festpreis. Und dafür hat man dann fantastische Tipps bekommen, wie beispielsweise, hey, koch doch mal zu Hause, dann sparst du Geld und glaub an dich, das wird schon. Und hey, such dir doch mal einen Nebenjob, um mehr Geld zu verdienen. Was hältst du denn davon? Ich bin gerade auf eine sehr interessante Website hier gestoßen, die ich euch einmal ganz kurz vorstellen möchte. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Finanzen sehr gerne auseinandersetze und dafür ist das eine wirklich sehr coole Seite. Einfach mal auf den Link klicken, denn da kommt ihr dann zu DieMoMa. Hier könnt ihr zum Beispiel zu der Rubrik Mindset, Geld verdienen, Geld sparen, euch einige Videos anschauen und es wird auch noch einiges kommen. Bleibt dran, ich werde euch auf jeden Fall die Tage noch mehr davon berichten. Alles sehr banale Tipps, die man sich auch hätte kostenlos ergoogeln können und ja, Tipps aus dem Mund von wahrscheinlich einem mehrfachen Millionär doch ziemlich albern klang. Auch erweckte die Seite im Allgemeinen keinen seriösen Eindruck bei mir und ich fragte mich, warum ausgerechnet Julienko Werbung dafür machte. Das Ganze ging aber noch tiefer, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, wer denn hinter dieser Webseite steckt und warum ausgerechnet Julienko Werbung dafür macht. Und daraufhin bin ich auf den Betreiber der Webseite gestoßen, nämlich Dennis Loos, wie sein Anwalt ihn nennt, einen erfolgreichen Kryptoinvestor. Über Dennis Loos habe ich dann eine ganze Folge in der ARD-Mediathek gefunden mit dem Titel Vom Staubsaugerverkäufer zum Network-Marketing-Superstar. Ein waschechter Superstar hat mich verklagt, Zuschauerschaft. Durch diese Folge, die ich euch in der Infobox verlinkt habe, konnte ich doch sehr viel über Dennis Loos erfahren, über seine Geschichte, wie er zum Millionär wurde. Meine erste Network-Marketing-Million habe ich bei der jetzigen Firma gemacht, bei Platinum World, bei PLC Ultima. Und mit welchem Geschäftskonzept das Ganze stattgefunden hat. Das Ganze wurde auch innerhalb der Folge in der ARD-Mediathek kritisch beäugelt seitens einer Expertin, die das ganze Konzept in Frage gestellt hat. Für mich war das alles ein wenig suspekt und es hat mich gewurmt, für wen Julienko da geworben hat in dem Sinne. Im Nachhinein hat er ihn dann auch tatsächlich namentlich beworben im Rahmen eines Gewinnspiels, weshalb ich dann auch in die Recherche gegangen bin, um mir einen besseren Überblick zu schaffen und einfach mal zu hinterfragen, hey, was steckt denn eigentlich dahinter? Bei meiner Recherche habe ich auch den Kanal von Thomas Beutler gefunden, welcher sich beispielsweise das Unternehmen PLC Ultima, also das genannte Unternehmen in der Doku, die auch von Dennis Loos ja gelobt wurde, genauer angesehen und der hat da mit großem Erstaunen festgestellt, dass viele Coins von dieser Firma oder auch von nahestehenden Geschäftspartnern von Dennis Loos, die involviert waren. Also viele dieser Coins, die auf den Markt gebracht wurden, hatten einen Totalverlust erlitten. Ich habe auch in dem Video einen Artikel von Stiftung Warentest gezeigt, die eindringlich vor der Firma gewarnt haben und auch allgemein vor diesem System und auch die Firma auf eine Warnliste gesetzt haben und das Ganze eben nicht als sicheres Investment betitelt haben. Auch wenn Dennis in meinem Video den größten Teil eingenommen hat, ging es vorrangig um Julienko und mit wem er sich da denn zusammentut, beziehungsweise wem er sozusagen seine Reichweite bietet. Nach circa einem Monat, nachdem das Video online war, habe ich eine E-Mail bekommen von dem Anwalt von Dennis Loos. Der fand das Video nicht cool und der wollte halt das Video gerne so schnell wie möglich runterhaben. Also wohlgemerkt nach fast circa einem Monat. Ich muss auch dazu erwähnen, dass ich nicht hätte das ganze Video runternehmen müssen, aber ich hätte so viele Passagen nachträglich rausschneiden müssen, dass das Video faktisch gesehen keinen Sinn mehr gemacht hätte. Das finde ich dann einfach schade, deswegen habe ich das dann offline genommen. Naja, abgemahnt wurde ich für mehrere Aussagen und die Verwendung von Fotos, nämlich von Dennis Loos, obwohl ich diese mit Quelle angegeben habe und sie auch meiner Meinung nach entscheidend waren für den Beitrag. Ich wurde auch abgemahnt für Aussagen, die nicht von mir
hier waren, sondern von der Expertin aus Dennis Doku. Und ich habe sozusagen die Expertin dadurch zu Wort kommen lassen. Ich habe meinen Anwalt gebeten, das Ganze für euch ein bisschen professioneller zu erklären, weil er auch natürlich die Expertise dafür hat. Man muss natürlich von vornherein erwähnen, dass er ja mein Anwalt ist und dementsprechend auch auf meiner Seite ist. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass sowohl er als auch ich mir unabhängig Meinungen angehört haben von eben Anwälten, die nichts mit der Sache zu tun haben, sondern ich wollte mir einfach gerne auch andere unabhängige Meinungen anhören, inwiefern ich denn hier wirklich Unrecht habe. Und alle waren der Meinung, dass der Beschluss nicht so hätte durchgehen dürfen. Also, was war denn jetzt die Grundlage? Grundlage für das Totalverbot von mehreren Äußerungen und Bildern war eine angebliche Verdachtsberichterstattung und die fehlende Stellungnahme des Antragstellers. Die Pressekammer vertritt hier die wohl strengste Ansicht in ganz Deutschland und fordert eine persönliche Konfrontation des Betroffenen mit den konkreten Vorwürfen, die in der Sendung thematisiert werden. Nicht ausreichen soll es, wenn man Aussagen des Betroffenen aus anderen Medien übernimmt. Einer der konkreten, in Anführungszeichen, Vorwürfe war, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie denn Dennis Loos im Endeffekt Millionär wurde und ob das Ganze auf legalem Wege war. Die Aussage, die Frage stellt sich immer noch, wie Dennis Loos Millionär wurde und vor allem, ob es auf legalem Wege war, halte ich im Gegensatz zur Pressekammer nicht für eine Verdachtsberichterstattung bzw. eine Verdachtsäußerung, da du hier eher eine offene Frage gestellt und keinen Verdacht erweckt hast. Interessanterweise sagt er in seiner Doku selbst, dass er es nachvollziehen kann, wenn Menschen diese Art von Fragen stellen und er das Ganze ja eher belächeln würde. Mittlerweile lächle ich halt drüber, wenn jemand kommt und sagt, Dennis, was machst du da, das funktioniert doch nicht. Ich sehe ja meinen Paycheck und ich sehe seinen, sage ich nur, okay, komisch, ich fliege im Privatjet, nicht du. Wenn man das einfach von der Seite mitbekommt, ist es unvorstellbar, dass du zu so viel Reichtum, so viel Geld kommen kannst, auf legalem Art und Weise. Und dabei ist es aber so. Sowohl mein Anwalt und ich haben Verständnis dafür, wenn man von gewissen YouTubern, Creatoren erwartet, dass sie sauber arbeiten und dass sie eben Menschen mit gewissen Sachen konfrontieren. Auch das habe ich beispielsweise in diesem Video gemacht. Es standen einfach Vorwürfe im Raum. Ich habe der Person die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern. Ich habe sie um eine Stellungnahme gebeten. Diese Person hat sich beispielsweise nicht geäußert, sondern hat dann mehrere Wochen später mich einfach als Lügnerin bezeichnet. In diesem Fall, also in diesem gelöschten Video, gab es meiner Meinung nach keine neuen Vorwürfe. Und deswegen gab es auch meiner Meinung nach nichts, womit ich hätte den Protagonisten konfrontieren können. Natürlich ist es auch nicht in meinem Sinne, Lügen über eine Person zu verbreiten, aber das waren ja Ausschnitte aus seiner eigenen Doku. Nach diesem Beschluss, der eigentlich noch nicht richtig durch ist und es jetzt halt in meiner Hand liegt, ob ich Widerspruch einlegen möchte oder nicht, ich erkläre euch gleich dazu, warum ich da so einen gewissen Zwiespalt habe, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Ganze nochmal aufarbeiten zu wollen. Weil ich der Meinung bin, dass es einfach nicht fair wäre, wenn ich nicht darüber berichten darf. Und ich habe einen Fragenkatalog zusammengestellt auf der Basis von den kritisierten Vorwürfen, sage ich mal, die ich angeblich in den Raum gestellt habe und habe das dann sowohl Dennis auf Instagram zukommen lassen, als auch dem Anwalt direkt, damit es ihn auch zu 100% erreicht. Ja, was ich dann als Antwort bekommen habe, hat mir ehrlich gesagt wirklich die Sprache verschlagen. Nicht nur, dass der Protagonist mir nicht geantwortet hat. Nochmal, der ganze Beschluss fußt darauf, dass er eben nicht die Möglichkeit für eine Stellungnahme hatte, sondern haben sowohl der Anwalt als auch Dennis meines Empfindens nach sich so dermaßen dagegen gewehrt und wirklich alles versucht, mir und meinen Fragen auszuweichen. Beispielsweise stand in dem Schriftsatz, den ich vom Anwalt bekommen habe, mein Impressum wäre ja gar nicht richtig. Dadurch wäre ja auch gar nicht klar, wo das Ganze gesendet wird. Und man unter anderem aus diesen Gründen dem Mandanten abraten würde, meine Fragen zu beantworten. Ja, und wenn ich es dann mal geschafft habe, endlich sauber zu arbeiten, dann dürfte ich mich doch gerne nochmal melden und nochmal versuchen. Etwas merkwürdig fand ich tatsächlich das Verhalten der Gegenseite nach dem Beschluss aus Frankfurt, der ja nun gerade auf der fehlenden Anhörung basiert. Und auf der Grundlage dieser gerichtlichen Entscheidung hast du dann im Nachgang Herrn Loos eben konkrete Fragen gestellt. Also nicht etwa von anderen Medien seine bestehenden Statements übernommen, sondern ihm nochmal diese konkreten Fragen übersandt. Und ja, dann wollte er sie nicht beantworten und hat sie de facto nicht beantwortet, hat den Anwalt dann mitteilen lassen,
dass dann Impressum angeblich nicht ordnungsgemäß sei und dass er deswegen von einer Beantwortung der Fragen absehen würde und du es gerne nochmal probieren könntest. Das hat mich tatsächlich etwas gewundert, zumal du sämtliche Fragen korrekt gestellt hast und der Gegner dich ja nun auch schon aus dem gerichtlichen Verfahren kennt. Insofern fand ich diese Reaktion schon erstaunlich. Ich übersetze euch das mal kurz. Digga, du setzt dich seit Wochen mit meinem Fall auseinander, mit meinem YouTube-Kanal, sagst dann, das mit dem Video geht gar nicht, weil der Protagonist ja nicht befragt wurde. Und dann ist einer der Gründe, naja, also hier mit dem Impressum, wir wissen ja gar nicht, wo das gesendet wird. Da muss es schon mal ein bisschen präziser sein. Man muss auch nochmal einfach dazu sagen, mein Impressum ist nicht falsch. Das Ganze wurde mit der niedersächsischen Landesmedienanstalt geklärt. Die haben das Go gegeben, die haben gesagt, alles in Ordnung. Da gibt es jetzt nichts auszusetzen. Und für mich persönlich klingt das auch nicht schlüssig. So, beantworte doch einfach die Fragen. Wo ist das Problem? Ich meine, wenn man mich deswegen sogar verklagt, dann sollte man die Chance doch nutzen, oder nicht? Ja, das Ganze ist ja noch nicht vorbei. Danach ging es noch weiter. Und zwar hat der Anwalt des Protagonisten einen Text auf der Kanzleiseite veröffentlicht, der sich eben mit mir befasst hat, wo ich unter anderem mit Oliver Pocher verglichen wurde, das Ganze auch als Unart betitelt wurde. Das Konzept ist eben, andere Menschen runterzumachen, weil man ja keine eigenen Ideen hat. Und sorry, ne, aber ich finde das ein bisschen weit hergeholt, dass ich mit einem Typen verglichen werde, der es nicht mal schafft, die Sachen einzublenden und Schnitte zu setzen und mit einem iPad vor der Kamera steht und die Leute irgendwie als Hohlbratze betiteln. Naja, dann geht's weiter mit angeblich haltlosen Vorwürfen, angeblich geklauten Bildern, kein Impressum und Schadensersatz der selbstlosen Kritikerin von 7.000 Euro. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die den Text als etwas herabwürdigend empfindet, aber tatsächlich hat sich jemand erbarmt auf der LinkedIn-Seite von dem Anwalt und das Ganze auch mal kritischer betrachtet. Und ja, es wurde halt hinterfragt, warum, obwohl die Sache ja noch nicht zu Ende ist, sage ich mal, warum man mich denn hier als kleines, naives Dummchen hinstellt. Und das ist eben das Gefühl, was ich auch hatte durch diese Veröffentlichung, durch diese Zeilen, die da stehen. Vor allem meinen Content als Unart betiteln, während der Typ selbst gegen Christian Solmecke schießt und sich über ihn teilweise lustig macht. Hoffentlich hat der Typ kein iPad. Aber das ist ja eben auch nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Sachen konfrontiert werde, mit der Tatsache, dass ich eben Gewinn daraus ziehe, andere Leute fertig zu machen. Denn mir ist auch letztens ein Video unter die Augen gekommen. Und zwar hat er eben genau das Konzept kritisiert, also dass man daraus ein Geschäftsmodell macht, seine Kollegen zu kritisieren. Ich habe auch das Video euch in der Infobox verlinkt, damit ihr es euch auch ganz anschauen könnt und auch hierzu natürlich eure eigene Meinung bilden könnt. Mir fiel es ein bisschen schwer, denn einige Punkte in dem Video waren, dass man eben die ganzen Themen auch allgemeiner behandeln könnte, ohne eben sich Leute rauszusuchen, ohne eben diese aufs Thumbnail zu packen. Finde ich eigentlich interessant, weil ja auch mein Bild aus Thumbnail gepackt wurde, auch wenn man das Thema ja seiner Meinung nach hätte allgemeiner behandeln können. Das ist eben das, was ich als diesen substanziellen Gossip bezeichnen würde. Nehmen wir noch als Beispiel den Case rund um Julienkos neue Freundin Tanja. Die wurde in YouTube Deutschland nämlich ordentlich durch den Fleischwolf gezogen. Von einer Sascha, von einer Alicia Joe, nochmal von einer Sascha, von Marvin Hobbs genommen und nochmal von einer Sascha. Die Frage ist hier eben, braucht es Aufklärung rund um übertriebenen Konsumismus, gefährliche Kooperationen, Partner und Beauty-Behandlungen? Definitiv ja, die Aufklärung braucht es. Muss sich das Video dabei immer rund um Tanja drehen, nur weil sie das macht? Müsste nicht unbedingt. Wird das Video aber dadurch viel besser angeklickt? Auf jeden Fall, definitiv. Und ist es Tanja am Ende selber schuld? Ja, safe natürlich auch. Deswegen, man kann niemandem einen Vorwurf machen. Also man kann niemandem einen Vorwurf machen, aber irgendwie klingt es ja wie einer. Ich würde auch gerne einfach mal Tacheles mit euch reden, weil ich finde, dass man die Sache sehr wohl aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Denn die Intention hinter diesen Videos ist die Aufklärung. Da kann man gerne meckern, wie man möchte, aber man klärt mit diesen Videos auf, man erreicht die Menschen. Und manchmal hilft es eben nicht, wenn man die Videos allgemein hält. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass man den Content, wenn man es wollte, durchaus auch allgemeiner halten könnte, ohne eben explizit immer mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen zu müssen. Klar kann man das kritisieren. Warum packst du die Leute auf dein Thumbnail? Warum kannst du das Thema nicht einfach so behandeln? Weil es eben manchmal wichtig ist, über Personen aufzuklären. Beispielsweise Coaches. Es gibt enorm viele Coaches auf YouTube, auf Instagram und Co. Und bereits vor circa 3 Jahren habe ich über einen bestimmten Coach berichtet, weil ich mit ihm
ja keine gute Erfahrung gemacht habe. Ich habe auch sein Programm getestet, das mehrere hundert Euro gekostet hat, und habe dann dazu ein ganzes Video gemacht. Jetzt dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre, sind auch einige Zeitungsberichte über ihn erschienen, wo Leute berichtet haben, dass sie von ihm abgezockt wurden, dass Geld, dass viel Geld verloren gegangen ist. Und diese Leute sind vielleicht nicht darauf gekommen, diese Person zu überprüfen. Aber die Leute, die vielleicht den Namen einfach mal gegoogelt haben oder auf YouTube eingegeben haben, die wären auf meine Videos gestoßen und hätten dann auch mehr hinterfragt, hätten dann gesagt, okay, warte mal, irgendwie klingt das alles ein bisschen komisch, klingt auch vielleicht nicht so ganz seriös. Vielleicht lasse ich lieber die Finger davon. Auch wurden schon andere YouTuber abgemahnt, weil sie auf einen Dating-Coach hingewiesen haben, der als Red Flag betitelt hat, wenn Frauen traumatische Erfahrungen durchgemacht haben, und hat abgeraten, diese zu daten. Wenn ich eben Menschen beim Namen nenne und sage, hey, ich finde das nicht in Ordnung, was hier passiert, ich finde diese Person fragwürdig und warum muss man so eine Person bewerben, dann halte ich automatisch meinen Kopf hin und nicht die Personen, die kritisiert werden. Denn die ignorieren das meist weg und tragen keinerlei Schaden davon, wie man das an dem Beispiel von Julienko oder seiner Freundin sehen kann. Ich muss mich mit Abmahnungen auseinandersetzen, ich muss Gerichtskosten tragen, aber es passiert glücklicherweise nicht so oft. Aber wenn es passiert, dann ist es jetzt auch nicht so, dass es mich nicht stresst oder so. Und gerade auch bei dieser Angelegenheit mit Dennis Loos, wenn ich das Ganze so hinnehme, ich eben mehrere tausend Euro zahlen muss. Also Gerichtskosten, meine Anwaltskosten, seine Anwaltskosten. Wenn ich eben Widerspruch einlege und dann ebenfalls verlieren sollte, weil ich ja eben nicht weiß, wie das ausgeht, das ist ja eine Art Überraschungsei. Also anders als beim Autokauf, da kann man dem Mandanten sagen, du musst zahlen, du musst nicht zahlen, hängt es hier wirklich häufig an der Einschätzung der jeweiligen Richter. Dann können es auch tatsächlich mehrere Zehntausende Euro sein, die ich dafür zahlen muss. Das sind eben Entscheidungen, die ich treffen muss und für die ich auch ganz alleine einstehe. Und natürlich kann man auch die Leute per Nachricht anschreiben und sagen, hey, ich finde das irgendwie nicht gut, was du machst. Also wenn es einem selber explizit darum ginge, die Person zurechtzuweisen, dann könnte man der Person auch einfach schreiben. Und wenn man ein größerer Creator ist auf YouTube mit mehreren hunderttausend Followern, dann wäre es nicht mal mega unwahrscheinlich, dass auch ein Julienko oder so das mitkriegen würde, wenn man ihm schreibt. Seltsamerweise habe ich keine Nachricht von Jonas erhalten, aber ich setze mich trotzdem nicht hin und sage, es würde ihm bei diesem Video nur um Klicks gehen. Und auch wenn am Ende gesagt wird, dass es vollkommen in Ordnung ist, Personen auch mehrfach zu kritisieren, verstehe ich umso weniger, warum dieses Video so gestaltet wurde. Dennoch finde ich, es ist vollkommen in Ordnung, Personen im öffentlichen Raum zu konfrontieren und auch zu hinterfragen. Die Personen, die damit dann konfrontiert werden, die können dann ihr eigenes Fazit daraus ziehen. Oder wenn man weiß, dass die Person faktisch richtig was verkackt hat, dann kann man das auch einfach zur Anzeige bringen und müsste darüber nicht unbedingt ein Video machen. Und das Problem mit solchen Aussagen ist, dass es eben eine sehr vereinfachte Sicht ist. Denn oftmals kann man Leute für ihr Vorgehen nicht belangen, auch wenn es nicht richtig ist. Das habe ich unter anderem in diesem Video erfahren. Es ging um verharmlosende Alkoholwerbung von Influencern und die Stories waren teilweise nicht mal ab 18. Zack, und dieses Sommergetränk hat 20% Alkohol nur, was gar nicht so viel ist. Das heißt, es ist eher so ein bisschen was Gemütliches zum Entspannen, abends vielleicht noch so auf der Terrasse. Aber keine Behörde kümmert sich drum, weil es einfach niemanden interessiert. Deshalb muss man aber trotzdem darauf hinweisen, damit diese in Zukunft auch daraus lernen, obwohl die meisten von denen auf meine Kritik auch auf gut Deutsch geschissen haben. Auch diese Art von Gewinnspiele sind nicht verboten, aber sind dennoch gefährlich für die Zuschauer. Und das ist eben die Sache, die kritisiert wurde, so hey, es ist in Ordnung, Personen zu kritisieren, aber warum müssen das denn wiederum 3 Videos sein? Beispielsweise zu Julienko oder seiner Freundin gab es mehrere Videos, weil es immer wieder zu neuen Aktionen kam. Immer wieder. Diese Leute, die äußern sich nicht dazu. Die lassen das einfach an sich vorbeiziehen, die sitzen das aus und machen dann genauso weiter wie gewohnt. Das einzige Mal, wo sich Tanja mal zu irgendwas geäußert hat, war bei dieser Marvin-Sache. Und das auch nur, weil die mediale Aufmerksamkeit gerade so groß war, dass sie wahrscheinlich keine Wahl hatte. Aber zu den anderen Sachen, das sagen die einfach gar nicht zu. Und wenn sie immer wieder neue Aktionen bringen, ist es eben immer wieder notwendig, darauf hinzuweisen, hey, es läuft hier irgendwas nicht richtig, die machen schon wieder irgendwie so eine dumme Aktion. Ich rede jetzt nicht irgendwie davon, dass sie einer alten Oma nicht geholfen haben, über die Straße zu gehen, sondern ich rede hier von Lottoland, also Glücksspiel, oder von einer bestimmten App, zu der ich schon einige Recherchen durchführe. Aber
wie gesagt, die Leute äußern sich nicht dazu. Und ja, sagen wir mal, wir halten Themen allgemein. Es kommen mittlerweile so viele neue Influencer, neue Unternehmer etc. etc. auf die Plattform, die mit immer mehr Sachen arbeiten, wo die Menschen das mittlerweile nicht mehr durchschauen. Allein schon das Konzept Gewinnspiele. Früher war es vollkommen in Ordnung, Gewinnspiele zu machen. Mittlerweile ist das ja ein Konzept, wo teilweise die beworbenen Leute dafür bezahlen an den erfolgreichsten Creator und dadurch für ihre Reichweite Geld bieten. Das, was sie sich davon erhoffen, sind ja Menschen, die rüberkommen auf den Kanal, sie ihnen dann beispielsweise ihre Programme andrehen können, von erfolgreichen Krypto-Investments bis hin zu Ich-mach-dich-reich-Strategien. Ich werde viele davon nicht kaufen, aber viele davon sehen immer wieder diesen Content, sehen immer diese Bilder, wie die mit Lamborghini rumfahren, sehen immer wieder, wie die toll essen gehen, wie die Weltreisen machen. Und dann bekommt die immer langsam mehr dieses Minderwertigkeitsgefühl. Und das ist das Problem. Entweder werden die halt kriegen Minderwertigkeitskomplexe und geben halt viel Geld irgendeinem Scharlatan. Und nicht nur das. Diese riesigen Zahlen an Follower und Followerinnen geben dem Account natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Dieses Konzept ist ja auch erst über die Jahre aufgekommen und man muss auch eben Leute nennen, die da mitmachen, weil diese öfter mitmachen, aber die Leute ja nicht immer alle Videos sehen. Es ist wichtig, die Sachen beim Namen zu nennen, weil es mittlerweile so viel Schrott gibt auf Instagram, auf YouTube und Co., dass es immer intransparenter wird und immer mehr Aufklärung benötigt wird. Es ist so. Und ich rede hier nicht von 1000 Reactions und stumpfen Beleidigungen und Videos, die nur darauf ausgerichtet sind, Hauptsache jemanden schlecht zu machen. Ich rede hier von sachlichen Videos, die der Aufklärung dienen. Denn ob man am Ende mich, andere Meinungsblogger oder wen auch immer aufgrund ihres Geschäftsmodells kritisiert, ist eine Sache. Aber dabei ist der Fokus falsch. Denn es geht darum, Probleme und Zustände anzusprechen. Und dabei müssen wir nicht diejenigen schützen oder drumrum reden, die das verursachen. Denn diese wissen ja meistens, was sie tun. Und wer am Ende darunter leidet, sind ihre Zuschauer. Auch klassische Medien wie beispielsweise Zeitung oder Fernsehen berichten über diverse Firmen, über beispielsweise Mogelpackungen oder kritisieren Personen direkt. Jedoch eben oftmals nicht die Personen und Firmen, für die sich Jugendliche auf Plattformen wie YouTube oder Instagram, mit denen sie täglich konfrontiert werden. Und klar kann man dieses Geschäftsmodell als kritisieren von Kollegen und damit verdient man eben sein Geld. Man kann das Ganze aber auch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und sagen, okay, hier findet Aufklärung statt, hier wird auf Personen hingewiesen, hier wird auf das Verhalten hingewiesen und die Person erhält halt auch für ihre Arbeit einen Lohn. Nochmal, mich stört das nicht, wenn jemand sagt, okay, dein Content besteht nur daraus, Leute zu kritisieren und es ist alles irgendwie so negativ. Vollkommen fein. Ich mache mein Zeug auf YouTube, ich lasse auch meine Meinung einfließen. Genauso dürfen auch andere Leute ihre Meinung mir sagen. Ist vollkommen in Ordnung. Aber am Ende geht es nicht nur ums Geld oder um Reichweite. Es kommt so viel mehr mit. Deren Zuschauer, die dich beleidigen, wenn du das Verhalten ihrer Lieblings-YouTuber kritisierst, Abmahnungen und Anwälte und das am Ende nicht die Influencer für ihr Verhalten belangt werden, sondern die Personen kritisiert werden, die darauf überhaupt erst aufmerksam machen. Nur kann ich es auch verstehen, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Wenn man nicht weiß, womit man sich teilweise als YouTuber in dieser Branche auseinandersetzen muss, wenn man eben Dinge nicht allgemein hält. Wenn es einem eben wichtig ist, über Personen, über Machenschaften, über Konzerne aufzuklären und dass man teilweise auch mit einem Minus rausgehen kann. Also das, was ich bisher und auch in Zukunft für diese Angelegenheit zahlen muss, übersteigt bei weitem das, was ich mit diesem Video oder auch mit diesem Video verdienen werde. Aber es geht mir nicht darum, rumzuheulen, ne? Zuschauerschaft, versteht es wirklich nicht falsch. Das ist eben das Risiko, was ich trage. Das ist der Weg, den ich mir aussuche und wo ich einfach in Zukunft noch vorsichtiger sein muss, noch mehr hinterfragen muss. Ich finde es einfach schade, dass ich am Ende, obwohl ich die Intention der Aufklärung hatte, so gebasht werde und mir dann noch anhören darf, dass ich ja einfach keine eigenen Ideen besitze und ich ja hier wie Oliver Pocher bin. Also, dass ich mir dann am Ende anhören muss, ja, dein einziges Geschäftsmodell ist es, Menschen runterzumachen. Ich glaube, wie gesagt, ihr könnt das am besten beurteilen, dass meine Videos nicht daraus bestehen, einen Boomer zu finden, dass es darum geht, Hauptsache eine Person runterzumachen oder dass es mir darum geht, Menschen auf eine Person zu hetzen. Das ist nie meine Prämisse. Und auch wenn die Videos eben eine große Reichweite erhalten, finde ich das doch schade, mir zum Vorwurf zu machen, weil nämlich genau das meine Intention ist, möglichst viele Menschen zu erreichen, um eben über Sachen zu reden. Und das nicht durch Clickbait oder Obszönitäten, sondern einfach, indem die Menschen
beim Namen genannt werden. Und teilweise lade ich beispielsweise Experten ein und blende dafür liebend gerne Beispiele ein, wenn es eben welche gibt. Und wenn eben der Effekt dadurch ist, dass ich auch, ja, logischerweise dadurch mehr verdiene, dann ist das so. Dann ist das für mich aber nichts, was damit kollidiert. Genauso ist auch die Folge davon, dass ich viel von diesem Geld wieder auch in Anwaltskosten oder reinstecken darf. Wie gesagt, das kommt gar nicht so oft vor. Also ich versuche wirklich einfach sauber in meinen Videos zu arbeiten. Aber manchmal kommt es eben auch einfach vor, dass die beste Absicht nichts bringt. Ja, und dann muss ich am Ende eben dafür gerade stehen. Und leider dürfen die Personen genauso weitermachen wie zuvor und tragen praktisch keinen Schaden davon, sondern diejenigen, die darauf aufmerksam machen. Also aktuell, ja, bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Es ist einfach enorm viel Geld. Es ist auch für mich jetzt nicht mal eben zack und ich mache das mal zum Spaß. Eigentlich möchte ich schon ganz gerne für meine Sache einstehen, auch mich nicht so runtermachen lassen. Aber das entscheide ich noch, weil es am Ende trotzdem ungewiss ist, egal was jeder Anwalt sagt und das Risiko am Ende ich trage. Aber ich kann euch einfach mal auf dem Laufenden halten. Ich kann euch erzählen, was passiert. Auf Instagram beispielsweise Zuschauerschaft. Ne, ihr wisst, da kommt immer der High-Quality-Content. Und ich habe auch letztens beispielsweise eine E-Mail erhalten von einem Zuschauer, der auch mal ganz gerne wissen wollte, ob ich sowas überhaupt bekomme. Deswegen würde mich natürlich mal interessieren, hättet ihr das gedacht, dass hinter den Kulissen teilweise doch so viel Stress abgeht. Lasst es mich wissen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns erst im neuen Jahr wieder. Aber bis dahin freue ich mich und wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut!